Jeder denkt, dass die Mysterio-Medaille kompletter Schmutz ist und jeder hasst sie. Ich werde euch heute das Gegenteil beweisen. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr mit dieser Medaille komplett unsichtbar werdet und von den Gegnern nicht gesehen werdet. Um das zu sehen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Das habt ihr noch nicht gesehen. Kann ich euch beweisen, dass das Medaillon von Mysterio tatsächlich gut sein kann? Ich versuche es euch zu beweisen. Ich nenne den guten Mann Rey Mysterio, Freunde. Mysterio ist mal ein bisschen zu langweiliger Name. Wir nehmen jetzt die Medaille von Rey Mysterio an uns und dann werde ich euch mal zeigen und machen auch mal so ein paar Tests, wie das gegen Bots ist, ob die uns dann wirklich nicht sehen, wie das bei Gegnern ist und so weiter und so fort. Ich sage euch, es wird richtig, richtig nice werden. Aber jetzt erstmal müssen wir den kleinen Rey Mysterio holen. Da ist schon mal ein Gegner. Was ist der jetzt hin? Der war doch gerade hier. Ja, Bro, stark. Dann mache ich halt das hier kaputt. Okay. Gar keinen Bock zu sterben. Okay, dem sein Mate ist schon mal down. Sehr nice. Den holen wir mal. Let's go. Die hatten sogar eine Medaille. Alter. Sorry, Mori. Er dachte, ich sehe ihn nicht. Habt ihr gesehen, wie der da oben gekämpft hat? Der kleine Rackerle. Der Racker, Leute. So, aber darum soll es nicht gehen. Wir holen uns jetzt nochmal den sein Loot und dann gehen wir zu Rey Mysterio. Boom. So sieht's aus. Also, Bro, komm mal her. Das muss ich jetzt mal gleich holen. Was verwandelt der sich gleich eh wieder? Ah, da kommen auch schon die NPCs hier. Jetzt kommen halt wieder 1000 NPCs. So, Mysterio ist down. Sehr schön, wir haben ihn geholt. Und um die zwei Sachen geht's, beziehungsweise eigentlich nur um die Medaille. Wir haben jetzt natürlich auch noch eine epische Aug dabei, was sehr, sehr nice ist. Oder eine Salven-Sturmgewehr. Und wir haben jetzt noch eine mythische Shotgun, Freunde. Boah, das wird nice. Gebt euch mal die zwei Items hier. Alter Schwede. Mythische einmal von Mysterio und jetzt nehmen wir Mysterios Medaillon mit. Jetzt passt mal auf. Wir gehen gleich zu einem NPC und testen mal ganz kurz, ob das Ganze funktioniert, dass wir unsichtbar bleiben oder nicht. Also wir werden eh unsichtbar bleiben, aber ob uns die NPCs sehen werden oder nicht. Ich bin sowas von gespannt. Was ganz cool ist, man kann während... Oh, oh, da ist ein Gegner. Da ist ein Gegner. Oh mein Gott, okay, die haben mich jetzt gesehen tatsächlich. Die haben mich tatsächlich gesehen. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, dass die mich sehen. Warte mal ganz kurz, da sind noch ein paar Gegner. Lol, er hat ihn einfach... Warte mal, ich habe eine Idee. Wenn das funktioniert, was ich jetzt vorhab. Guck mal, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Oh mein Gott. Ich. Oh mein Gott. Warte mal, mal gucken. Ah, ich muss das Geschützturm wegmachen. Guck mal, die NPCs sehen mich auch nicht. Gebt euch mal, ich bin direkt hinter dem NPC. Ich bin direkt hinter dem NPC und er sieht mich nicht. Lol. Also ich glaube, wenn man gegen richtig krasse Leute spielt, dann sehen sie euch vielleicht. Weil der eine hat mich gesehen, aber der andere jetzt nicht. Und es war kein Bot. Oh mein Gott. Ich bin jetzt so gespannt, wenn wir das gleich mal noch bei den anderen testen. Also NPCs sehen uns auf keinen Fall. Das haben wir jetzt bestätigt bekommen. Das klappt. So 1000%ig. Bro. Von wo kam der denn jetzt? Okay, ich teste das jetzt. Seid ihr ready? Er sieht uns nicht. Guck mal, er sieht uns nicht. Bro. Bro. Er hat uns nicht gesehen. Wir konnten editieren und er hat es nicht gecheckt. Warte mal. Da ist einer. Ist jetzt dem sein Teammate? Wir schleichen uns an den jetzt ran. Ich sag euch, das Medaillon kann tatsächlich... anders retten. Warte mal. Laden kurz nach. Ich glaube, dem sein Mate ist AFK. Wir gehen trotzdem mal hin.
Castle Doom hat auf jeden Fall schon mal die Medaille. Ja, der ist AFK, Leute. Der ist AFK. Ja, der ist AFK. Ja, der war ganz klar AFK, der Typ. Okay, wir hatten schon mal gute Beispiele jetzt. Gegen Medaillenträger kann das Ganze auch sehr OP sein. Habt ihr Bock, gegen die Medaillenträger bei Castle Doom zu kämpfen? Ich hab richtig Bock, Junge, wenn wir das hinkriegen. Bro, dann fress ich 40.000 Besen, ne? Dann soll mir noch mal einer sagen, die Medaille ist kacke. Bei der einzigen Medaille, wo wir halt einen Nachteil haben, ist bei der Emma Frost Medaille, weil die kann ja Leute scannen und selbst wenn wir unsichtbar sind, werden wir von der Medaille gescannt. Das heißt, wir werden markiert und die Leute sehen uns dann. Also die Emma Frost Medaillenträger kommen gerade zur Doomstadt. Deswegen gehen wir da jetzt nicht hin, lol, die kommen hinterher. Gar nicht gut. Oh mein Gott, alle drei Medaillenträger auf einem Haufen gleich. Ja. Okay, die kämpfen, die kämpfen. Oh, das war gut, das war gut. Okay, jetzt schleiche ich mich an. Weil die sind im Auto da drüben. Warte, ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt. Die sehen mich nicht. Die sehen mich nicht. Oh mein Gott. Bro. Digga. Really? Really? Bro, Jackpot. Ich sag euch, es ist einfach ein Jackpot. Ey, wir nehmen jetzt noch die hier mit. Okay. Emma Frost Medaille ist jetzt hier. Jetzt ist Emma Frost Medaille da. Und die können uns halt scannen, ne? Ja, guck, das meine ich. Die haben uns nicht erwischt. Perfekt. Warte. Hat er... Nee, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Warte, passt auf. Er sieht mich nicht. Oh mein Gott. Bro, diese Medaille ist wild. Ihr habt's gerade gesehen. Das ist nicht normal. Digga! Er hat die Medaille irgendwo liegen lassen. Ah, nee, 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 doch nicht. Er ist hier. Er will sein Mate holen. Er will sein Mate holen. Bro. Ey, wenn wir jetzt noch die Emma Frost Medaille haben, dann kann uns keiner mehr sehen. So, da vorne ist der. Digga. Ist der im Bunker? Ich glaube, der ist im Bunker. Der ist doch gerade schön am Fighten, glaube ich. Der ist unter uns. Ja. Er baut irgendwas unten. Ja, komm, er hat sich zugebaut. Ja, okay, er hat mich gescannt. Er weiß, dass ich hier bin. Das ist halt der Nachteil an der Emma Frost Medaille. Ja, okay, den haben wir. Den haben wir. Let's go. Wir haben alle Medaillen jetzt. Auch Emma Frost Medaille. Und jetzt sind wir eigentlich unbesiegbar. So, Leute. Jetzt geht's erst richtig los. Bro, das ist so OP. Ich hab's euch doch gesagt. Es ist nicht so schlecht, wie alle sagen. So, perfekt. Die haben wir schon mal weggeholt. Wir haben alle Medaillen und jetzt können wir wieder uns wie ein Geist durch die Fortnite-Map bewegen. Ich bin... Warte mal, warte mal. Nein, warte mal. Ja, okay, der hat mich jetzt gesehen. Warte mal, ich fahr mal weg. Ich fahr mal weg. Mal gucken, ob er mich dann sieht. So, schau mal. Oh, guck, er sieht mich nicht. Ich bin direkt hinter ihm. Guck mal, ich bin vor ihm. Bro. Und der andere ist da.
Guck mal, er ist komplett verwirrt. Er checkt uns auch nicht. Guck mal, er geht jetzt in den Tresor. Nein! Okay. Let's go, let's go. Ey, das ist so nice, Leute. Ihr könnt die Leute sowas von trollen. Das ist sowas von cool. Wir holen jetzt so einen Win. Übrigens, unten links seht ihr meinen Creator-Code Seville, Freunde. Vielen Dank an jeden Supporter, der meinen Code Seville im Itemshop verwendet. Ich küsse wirklich euer Herz 40.000 Mal. Das bedeutet mir unglaublich viel, wenn ihr meinen Creator-Code Seville im Itemshop verwendet. Und wenn ihr meine Videos feiert. Wirklich vielen, vielen Dank, Mann. Ich hoffe, dass ihr im nächsten Schuljahr alle überall Einsen schreibt. Jetzt Creator-Code Seville, damit ihr überall die Einsen schreibt. Ich glaube an euch, Mann. Und das wird es gleich zum Win holen. Okay, da ist ein Gegner. Mal gucken, ob er uns sieht. Der holt sich gerade ein bisschen Metz. Ne, er sieht uns nicht. Warte. Nein, jetzt hat er uns gesehen. Hat er uns gesehen? Hat er uns gesehen? Hä? Wo tut er denn hin, Beam? Hä? Guckuck! Bro, bitte, also... Ich sag, wie es ist nice. Nicer. Nicer geht's ja nicht. Ist jemand auf der Insel? Nee, gerade leider nicht. Ey, wir halten jetzt Ausschau nach den nächsten Gegnern. Okay, da ist jemand geriftet. Sind die irgendwo hingeflogen? Oh, da wurde viel gebaut. Ja, die fliegen irgendwo. Oder? Ah ja, die schießen mich ab gerade. Die sind hier unten. Digga, wenn ich den hole. Okay, das sind zwei Leute, die schießen gerade auf mich. Da kommt noch mal einer hoch. Hier jetzt. Okay, der ist direkt unter uns, glaube ich. Sieht er uns? Er sieht uns nicht! Er sieht uns nicht! Digga. Es ist zu nice. Warte mal, den holen wir so mal. Nice, der ist down. So, jetzt holen wir uns mal die, wo uns gerade abschießen wollten. Die sind irgendwo da oben. Die habe ich gerade nämlich irgendwo da oben gesehen. Die wollten uns ja abschießen. Wenn die uns nicht sehen... Mal kurz. Wow, wie viel Loot hier ist. Gebt euch mal. Oh, wie viel Loot ist hier denn? Unendlich Loot. Alter, Leggy. Leggy. Okay. Wir haben komplett abgerissen. Es leben noch zwei Teams. Guck mal, wenn wir unsichtbar sind, sieht man aber die Totenköpfe. Oh mein Gott. Ich bin unsichtbar. Mal gucken, ob er uns sieht. Ja, okay, er hat uns gesehen. Okay. Er hat uns gesehen, Leute. Ich wollte es jetzt mal testen. Aber ich glaube, er hat uns nur gesehen, weil er uns davor gesehen hat. Ich glaube, sonst hätte er uns nicht gesehen. Wir haben es getestet. Es ist auf jeden Fall OP. Es kann OP sein. Wenn die ein gutes Auge haben, dann sehen sie euch ein bisschen trotzdem. Aber ihr habt es gesehen bei den anderen. Ja, er hat uns halt davor gesehen, ne? Das war jetzt ein bisschen doof, Freunde. Dann hat er sich drauf konzentriert. Weil ich glaube, wenn du dich drauf konzentrierst, dann kannst du den Gegner sehen mit der Medaille. Trotzdem richtig, richtig geil. Es funktioniert an sich. Und ja, Mann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.